Wunderbar. Oh, jetzt haben wir sogar den roten Dameball, der wird optisch leichter zu erkennen sein. Ne? Die Wienerinnen haben den Ball. Und da haben wir schon das erste Angriff. Schaut aus, es wären 12 Menschen unter Wasser gleichzeitig. Schaut gut die aus. Die Wienerinnen schon mit dem ersten Angriff. Das schaut, ist Billy Bulli und? Und da haben wir eine Torchance. Und? Erste Torchance. Wow. Und jetzt die Verteidigung hat er. Da geht es aber richtig zur Sache. Ah. Alle unten, alle oben. Die Situation ist, das noch ist die Ulrike. Geklärt, ja. Die Nausika hilft ihr. Ja, die Nausika attackiert. Ui, schau. Wieder eine Torchance. Vielleicht kann sie sich rüberdrehen. Also, wir werden uns gleich entschuldigen, wenn wir die Namen der Grazerinnen leider nicht wissen. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie die unter Wasser ausschauen. Die Steffi würde ich erkennen. Die Steffi ja. würden wir erkennen. Und der nächste Angriff von Graz, jetzt über die Dani und schon wieder Verteidiger da. Wieder. Und da ist da haben wir wunderschön. Schon das und das war, glaube ich, die Bühne. Die Bühne war abgehakt und die Blauen, das Team von Wien, hat wieder Gas Richtung ja. Tor, ein ja. Angriff. Und das dauert ein bisschen oh. zu lange für meinen Geschmack, weil jetzt ist der Ball auf der anderen Seite. Oh, fällt auf der anderen Seite runter, aber ein sehr guter Attack. Wer schaut in die falsche Richtung? Ja, jetzt umdreht, wunderbar. Aber der Ball, die Norwegerin vielleicht. Vielleicht auch nicht, die Norwegerin. Das ist jetzt die Stelle. Das ist jetzt die Stelle. Ja, und da gibt es ja, einen Zug auf das Tor. Richtig gefährlich aus. Aber das ist hier blaue drauf. Oh. Das sollte doch. Ja, was sieht man aber mit dem Ball? Wie du siehst, da braucht es wirklich alle ja. Spielerinnen beim UVC Wien, um diesen Angriff abwehren zu können. Ja, ja, das sind jetzt vier Weiße unten, jetzt könnte man den Angriff abstoppen ja. und dann, jetzt sind es nur noch zwei. Ja, also ja, die Denise, die macht das gut, die verzögert ein bisschen und jetzt muss der Angriff frei. Kommen, ja. die Nausika versucht es von der und er ist und drin ist er. 2:0. Passt in die Mitte, ganz weißt, toll. Ist das sieben gegen die Denise oder wissen wir es? Das könnte die das Denise ist die sein, Denise, ja. Die könnte jetzt eigentlich das 3:0 erzielen. Ne? Ja, das oh. war jetzt ein bisschen zu halb. Das ist aber hoch heiß. Ja? Nausika. Die Nausika. Und? Und? Ah, kann sich nicht durchsetzen, aber es waren auch einige ganz toll. Ja, und schau, genau das ist, was quasi wir im Training ah. gesagt haben, wenn wir den Ball kriegen, schauen wir das schön, mal mit. Wir sind zu viert, jetzt wieder so zwei bei mir. Zwei gegen eine. Und Tor von der Ulrike, ja, sehr schön. Wobei man jetzt die Dido sich noch ein bisschen weiter unten anbieten hätte. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Wieder und über die Dame, jetzt ganz über die Ulrike. Boden, und, Ulrike. Ja, gibt Gas. Aber sie kriegt den Ball nicht. Doch, sie kriegt ja, ihn rüber. Und jetzt Chance für die Daniela. Aber es sind drei Weiße am Korb. Ja. Sie gibt aber nicht wieder auf. Der Ball bleibt bei den Blauen. Noch da, bleibt ist noch heiß. Da. Ja, nicht schlecht. Und wird weiter gespielt. Ja, passt perfekt. Ja, ja das ist okay. Die nächste Welle. Ui, aber jetzt ungenau Pass auf ungenau die Steffi passt, wieder. Die immer am Ball. Und wo geht der Konter? Nach oben. Wenn sie den Konter nach unten macht. Und der Ball fällt runter. Und Ball fällt runter, jetzt ist, blauer, ist eine blaue schneller. Das, ist das war aber und nicht sonderlich schnell zugegriffen, muss man sagen. Ja, das ist leider. Auf die Ulrike. Ein Handicap, ja. Und der Ball rennt schon wieder. Der Ball rennt wieder weiter. Ball mit zurückgeben. Man hat dann denselben Gegner noch einmal, wie man sieht. Ja, aber jetzt ist das Tor wieder gut gelöst. Jetzt. Schneller Pass auf die andere Seite. Ja, aber die Verteidigerin hat aufgepasst. Ja. Passt auch schon. Die Wienerinnen kontrollieren den Ball da. Das ist. Also man sieht schon sehr stark im Aufbauspiel, dass der Wien viel mehr Tor entwickelt. Wieder 1 gegen 1, die Denise. Ja, gut gemacht. Ja, schade. Gut gemacht von der Torfrau. Ja, ein bisschen war die Schulter drin, aber... Ja, das hat schon gepasst. Und jetzt wieder... Danke, Freund. An der Kopfkante. Gerade noch. Aber drei blaue unten und das Tor ist leer. Ja. Der Ball fällt runter, aber jetzt ist die Steffi, wer könnte das sonst sein? Gas. Hoppala. An der richtigen Stelle, ja. Am Boden, aufs Tor. Aber da ist die Ulrike. Oh, die Ulrike, die verteidigt so wie letzte Moment. Ja, aber sie hat den Ball. Es ist also wie. Das Tor leer, was ist da los? Das Tor ist leer. Das Tor ist leer. Und kein Sommer ist da. Oh, das ist 3:1. Das war jetzt auch ein schwerwiegender Fall. Sieht den nächsten Angriff der Grazerinnen. Grazerinnen jetzt natürlich mit gestärkter Brust ein Tor erzielt. Nur noch 1:3, da hat man eine andere Meinung. Aber wir haben schon sehr gut gespielt. Die Steffi wieder, wird immer gefährlich. Ganz schwer da den Ball zu kriegen. Aber wir haben ihn. Und da marschieren wir schon wieder. Schau, super angeboten. Die Bilim, wer hilft? Ja, behauptet gegen zwei. Hört jemand, da muss schon jemand kommen. Das ist ein bisschen zu spät.
vielleicht schon die ersten Müdungserscheinungen, weil es geht nur mehr noch 10 Sekunden. Ich habe nur wieder vergessen, vor lauter Spannung. 10 Sekunden jetzt noch, liebe Zuschauer. Eine schnelle Aktion wird hier noch ausgehen. Ja. Und die startet jetzt. Vielleicht läuft da noch was. Das ist zu langsam, glaube ich. Das ist Retour, das wird beim 3 zu 1. Ah, da muss man noch ein Tor eintragen, schon. Und gerne. Ja, das war der Halbzeitpfiff. Halbzeitpfiff. 3 zu 1. 3 zu 1 für UBC Wien. Du bist wirklich nur Ja, du bist nur der Drucker. Du bist also jetzt auf bei den Simpsons. Die Weißerinnen haben den Ball und es geht schon in Richtung Wiener Tor. Die Wienerinnen haben es ein bisschen verschlafen. Die Ulrike hat jetzt den Ball erobert. Es geht an der Seite in Richtung Grazer Tor. Durch die Mitte. Zwei, drei Spielerinnen von Wien. Sind leider ein bisschen über die Seite. Das ist die Wechselgassenseite. Da kommt von oben jemand reinspringen. Aber sie macht und das bestimmt genau. Sie kapitelt sie wieder. Unseren Ersatz. Es ist ganz toll in der zweiten Halbzeit. Werden wir endlich wissen, wer die Grazerinnen sind. Nein, die Steffi hat den Ball. Die Steffi, das ist die einzige, die wir wirklich erkennen unter Wasser. Aber da kommt schon die Ablösung. Bitte, setzt euch her. Und das ist so auch erklären, da können die Zuschauer ein bisschen mitmachen. Da kann man auf Kurs. Hallo Leute. Wenn sie was. Nein, ist nicht mute. Okay. Aber wenn sie mal muten wollt, das ist da. Und da ist die Phase. Das könnte aufs Leere gehen. Gerade noch gehalten. Können Sie das einstellen und da müsst ihr dann das nächste Spiel eintragen, weil wir spielen leider noch. Super weitergespielt noch und die nächste Torschance. Sitzen bleiben und unser Spiel auch kommentieren. Jetzt greift stark an. Ja, Reiser F2 und da ist die Zeit zum Rennen. Die passt jetzt eh nicht, da schau auf Pause. Jetzt ist 13:06 ist dort und sie hat 42 bis gleich passieren und dann bis gleich. Ja. Und da ist die Kamera, das heißt, die können sie ja eigentlich passiv noch nicht machen. Und jetzt haben wir wieder super Torschuss und Leerlaufen! Und das ist das 5:1. Das ist die falsche Kamera, aber wir haben schon umgeschaltet für euch die Grazerinnen am Korb. Steffi greift an. Ist Steffi, die direkt alleine angreift. Und sie wird sich durch. Sie ist über dem Korb alleine. Und. Renewesa! Tor von Steffi, das 2 zu 5 für Graz. Steffi hat nicht den Ball. So, jetzt das war Lisa oder Anne, die sich den Ball genommen hat. Ja, Steffi greift an. Steffi hat wieder den Ball. Domschützenball in der Ecke. Anne. Ball. Julia. Julia. Und es geht weiter. Der Ball bleibt in der Ecke im Ballbesitz der Grazerinnen. Die Wienerinnen liegen stark am Korb. Lassen keine Lücke zu. Jetzt mit Lisa vor dem Ball, vor dem Korb zu gehen. Auf der anderen Seite. Nein. Nein. Das ist Radka aus Tschechien. Suchen noch nach der Chance, aber die Wiener Verteidigung bleibt stark. Julia Braunig. Wieder am Ball. Die Wienerinnen attackieren inzwischen auch an der Ecke. Steffi greift an. Lassen ihn keine Ruhe mehr. Steffi geschafft. In der Runde in Salzburg. Es steht 5:2 für Wien gegen Wien 2 gegen Graz 2. Das ist dieser Pellegrin. Easy geht rein. Gibt den Ball an Radka, wenn ich mich nicht täusche. Und Steffi will den Ball. Geht rein. Könnte hinkommen zum Tor, versucht abzudrücken, wird aber geblockt von einer Wienerin. Die Grazerinnen in den letzten paar Minuten etwas stärker. Und leider ein Ballverlust. Die bereiten den Freistoß vor. Und Ausführung direkt drauf. Verteidigung kurz offen gewesen. Lisa am Tor, der Grazer. Und die ganze Verteidigung steht gut. Ja, das ist beiden aufgefallen. Aber sie wurde ausgepasst. Ein direkter Angriff auf die Korbkante. Nein, ging nicht rein. Nochmal raus. Ball wird wieder rausgenommen von den Wienerinnen. Sehen hier wieder Kuba, den Tschechen, Großaufnahme. Ja, doch, sehr groß. Seite. Also von dem kann man auch keine andere Aufnahme machen. Schöne Rolle von den Wienerinnen. Jetzt ist die Verteidigung weg. Sekunden, ein Verteidigung ist weg. Auf den Korb. Lisa aber sie haben den Ball verloren. Anne hat den Ball.
sie nach vorne bringen, wird attackiert von zwei, hat keine Anspielstation, es kommt keiner raus, ihr zur Hilfe. Jetzt aber greifen die Grazer an. Probieren sie es nach vorne. Geht langsam, aber sicher in die Mitte und nach vorne und bleibt bei den Grazerinnen. Noch 8 Minuten zu spielen, das Spiel ist noch offen. 3 Tore Rückstand könnten die Grazerinnen noch aufholen. Da Netto-Spielzeit ist und das Spiel angeht, also knapp, aber die Möglichkeit besteht weiterhin. So, Steffi hat den Pass nicht bekommen, da war eine Erinnerung dazwischen. Jetzt energisch, aber Steffi kriegt den Ball. Bekommen. Anna geht zum Korb. Das ist, glaube ich, Lisa Bella. Das ist Lisa, die den Ball hat. Gibt ihn ab. Ja, das war Tschechien, war das gleich. Okay, die Wiederverteidigung steht und greift auch zu zweit an in der Ecke. Ganz klar die luftstärkere Mannschaft. Jetzt greift Isabella an. Das ist ja. Easy, ja. Nur gibt den Ball allerdings nicht weiter. Und zur Erinnerung haben sie jetzt selber den Ball auseinander weggenommen. Und gegen drei den Ball allein wieder rausgeholt. Super, Isabella Team. Ein großes Getümmel um den Ball. Und Konter, Jule ist am Korb. Konter alleine, oberhalb am Korb, das könnte ein Tor werden. Und es ist ein Tor, das war, glaube ich, Denise und Schmutz. Und Weiß hat den Ball und startet. Ah, sie kommen auch zur Kamera. Kommen wir nach vorne, Nummer 10, meine Tschechin, hat den Ball weiterhin. Ja. 1 gegen 1. Also ja, Stefanie greift vom Kopf an, okay. Die Denise vorher. Ja, und das ist Kopf, ja, ich glaube, man merkt, sehr schön. Schaut kurz, wie viele Grazer haben. Die Grazerinnen spielen zu 9. Das heißt, in diesem dritten Drittel des Spiels wird das immer härter für die Grazerinnen, die wahrscheinlich weniger Luft haben, durchschnittlich als die Wienerinnen, die besser ausgelost sind, weil jede von den Wienerinnen hat einen Wechsler. Eine Wechslerin. So, und ein Angriff von der offenen Seite. Aber so beglückend ist es keine Wechslerin reingesprungen. Stefanie Tomschitz hat sich den Ball geholt. Wird ihn wahrscheinlich runterpassen auf eine Verteidigerin, weil die da vorne mitschwimmt. Ja, und Steffi hat da eine an. Einmal Luft geholt und wieder runter. Allerdings nicht die Seite gewechselt. Ball ist draußen von der Verteidigerin der Wienerinnen abgefangen. Es war eine sehr gute Chance, leider nicht ganz perfekt. Entschuldigung, die Zeit ist falsch. Die Zeit ist in Wirklichkeit nochmal 5 Minuten und 15 Sekunden. Angriff auf das Grazer Tor. Von der Dorfer abgeblockt. Isabella Dien geht raus. Probiert den Ball nach vorne mit auf Radka, unsere tschechische Aushilfe. 1 gegen 1 durchgehen. Und der Pass ist leider nicht angekommen. Also jetzt, aber Ulrike hat den Ball. Sehr gut. Gabriela aus Italien hat die stärkste österreichische Schwimmerin, die den 6-Längen-Test am schnellsten aller Damen, österreichischen Damen, geschafft hat. Und schon wieder eine Attacke, aber Stefanie Tomschitz hat es gut gesehen. Wird er gehalten. Und die Wiener Verteidigung liegt brav. Liegt sehr gut. Sehr Lisa Sebrons hat den Ball. Das könnte jetzt was das werden. War nicht, jetzt das war nicht dieser. Beide Verteidigerinnen sind aufgetaucht, aber sie haben den Ball bekommen. Es sind noch 3 Minuten 46 zu spielen. Die Uhrzeit ist weiterhin falsch. Können sie leider nicht ganz zurücksetzen. Das Spiel ist jetzt in der Ecke der Wienerinnen. Eine Grazerin mit dem Ball. Hält sich leider noch keine Anspielerin, keine weiße Anspielerin. Jetzt kommen 2 Anspielerinnen runter. Das ist, glaube ich, Anne. Es dreht sich. Steffi ist auch nicht mehr attackiert. Die Wienerinnen müssen nur brav liegen. Es sind nur mehr 3 Minuten zu spielen. Die Grazerinnen müssen jetzt stärker attackieren. Es sind zu zweit da, diese sieht leider Anna. Isabella Team nicht. Ich glaube, das war die andere. Ja, sie sind sehr ungleich an, aber die rechte hat einen Riesenwinkel, was gut ist zum Sehen, aber die linke hat einen ganz kleinen Winkel. Also wenn man das ein bisschen aufdrehen könnte. Ne? Wir werden die linke Kamera neu einrichten, nachdem Kuba
Die Kamera, die gerade das Tor der Wienerinnen einfängt. Kameras hineinschwimmen, die dort oben nur festmontiert sind. Und wir haben wieder eine Torschance der Grazerinnen. Ja. Stephanie Donfries war ganz knapp an der Ball. An ich habe ihn, glaube ich, drin gesehen, nur der Schiedsrichter nicht. Und das ist das Richtige. Vielleicht war er auch hinter dem Ball. Das kann natürlich sein. Ja. Auf jeden Fall war der Ball kurz unter der Kopfkante. Anscheinend wurde umgestellt auf alte Verteidigung bei den Grazerinnen, damit sie vorne. Das bedeutet so viel wie ein Tormann, keine Verteidigung. Aber ist jetzt wieder unten, sie waren wieder zu zweit unten, es war nur kurz aufgrund des Konters. 2 Minuten noch zu spielen, es wird knapp, es wird noch spannend. Die Wienerinnen lehnen sich da etwas zurück. Und? Das Spiel bleibt weiterhin in der Mitte, es ist nicht klar, wer den Ball hat. Schaut so aus, als hätten die Grazerinnen den Ball. Aber sie spielen weiterhin noch immer safe und bleiben hinten. Lisa am Tor. Wieder 3 Wienerinnen. Starker Angriff. Können sie das reindrücken? Oder nein. Das ist einer von unten, das war einer, der den Ball rausgerissen hat. Jetzt ist keiner am Korb, aber weiß den Ball. Sehr gut, jetzt geht es darum, schnell nach vorne zu kommen, 1 Minute 20 noch zu spielen. Wien ist wieder im Ballbesitz, Ulrike wird wahrscheinlich den Ball bekommen und geht sie schnell nach vorne? Nein. Dazu rennen liegen noch eine immer Minute 50 Sekunden zu spielen. Die Taktik nicht umgestellt. Julia Braunig am Korb. Noch genau 1 Minute zu spielen, das war jetzt die Anzeige der Grazer Kapitänin Julia Braunig. Und der Ball ist da, Radke hat den Ball auf. Die Dame kenne ich leider nicht. Ich kenne es auch nicht. Wir aber die Wienerinnen blocken sehr gut ab. Früh schon abgeblockt. Und der Ball ist in der Oberfläche. Anscheinend auch noch ein bisschen lang genug. 36 Sekunden verbleiben. Und ein Angriff der Wienerinnen. Radke hat da keine Luft mehr. Lässt die freie Bahn, aber nicht reinbekommen, einen Pass auf die andere Seite über die Verteidigung weg, das sollte nicht passieren. Und noch einmal eine dritte Welle rein, die nicht funktioniert. Das schwächelt da im. Es sind noch 15 Sekunden. Die Wienerinnen wollen noch das Tor in den letzten 10 Chancen. Sekunden. Stephanie Domschitz hat wieder den Ball zurückgewonnen. Kämpft jetzt um den Ball, das sind die letzten 3 Sekunden, da wird jetzt nicht mehr passieren. Hoffentlich. Und es ist aus. Die Wienerinnen gewinnen die erste Begegnung heute 6:3 gegen Graz. Ja. Danke, dass ihr dabei wart. Ja, wir wünschen dem Herrn Ruhe natürlich von deiner Schwester dann alles Gute, wenn sie mal ausrichten. Okay, das Spiel geht los. Die Uhr ist gestartet. Und es startet in einem etwas einem coolen Moodle. Aber Stephanie hat den Ball gewonnen und gleich wieder verloren. Das sieht ja eigentlich nicht ähnlich. Aber, ja. Und es gibt weiterhin einen schnellen Wechsel des Ballbesitzes. Cool. Stephanie hat an Isabella Dim. Hat nein, den doch. Isabella Ball Dim. Und lässt ihn nicht los, hat ihn gut eingepackt, jetzt wieder offen, aber geht hoch. Leider ist nicht Richtung Kopf gekommen, die Wienerin ging brav am Korb. Also es schaut aus, dass Graz etwas besser startet als das letzte Spiel. Das ist Gabriela, was die Trentinerin im bunten Badeanzug. Stephanie greift an auf der anderen Seite. Nein, Lisa. Aber die Wiener Verteidigung steht weiterhin klar. Das ist Lisa Servos, die den Ball hält. Und es steht 0:0. Nach einer Minute steht es weiterhin 0:0. Und Weiß hat den Ball rausgeklopft, wahrscheinlich. Er ist auf jeden Fall runtergefallen. Und greift jetzt zum Konter, aber etwas zu langsam für die Grazer Verteidigung, die das sehr brav ist, aber ausgepasst auf den. Sehr schön von Anne. Gerade noch gesichert. Von der Grazer Verteidigung zu früh abgeblockt und den Pass nicht gesehen. Da hätte man etwas defensiver. Sehr schöner Pass von Anne auf die zweite Weiße auch blocken. So, eingepackt, Ball gehalten gegen eine, aber niemand hilft dir derzeit, beziehungsweise die. Eine Stephanie Domschitz ist gedeckt. Und jetzt auf den Korb gehen. So. Wer kommt hier? Anne, Ball mit der Nummer 1. Von einem Julia Breitfuß hat den Ball. Wird jetzt nein, kann sich wegdrehen. Unentschlossen. Hat aber keine gute Anspielstation an Anne.
Katrin Gourier war etwas zu weit weg. So, Julia Braunex hat den Ball. Ist der Unterbesitzer? Warte, sie schauen. Der Ball geht direkt auf den Korb. Das ist eine schnelle Spielerin, aber gerade noch draufgelegt. Ich glaube, das ist Isabella Thiem und die Trentinerin Gabriele. Das ist da direkt auf den Ball hängt und im zweiten. Schöne Übergabe. Denise, die den Ball hat. Denise gibt den Ball weiter an eine Weiße. Und Stefanie rettet. Nicht gerettet. Tor, das war doch ein nicht. Tor von Weiß. Ist das ein kommt weit nach vorne. Weit nach vorne beim Anschwimmen. Gleich in der gegnerischen Hälfte erst aufgehalten. Aber es ist schon 1-0 hinten und müssen jetzt Gas geben, sie noch 11 Minuten zu spielen. So, denn Nies in der Verteidigung hat ordentlich die Flossen gegengehalten und konnte den Ball etwas rauszukommen. Aber Stefanie greift von oben. Nein, das ist nicht Stefanie. Stefanie liegt unten. Und? Ja, Ausgleich. Entschuldigen Sie mir, dass ich hier jubeln musste. Wir sind leider Direkt im Livestream posten, bitte. Ja. So, if international viewers are online, then we are happy about comments. Please comment either on facebook.com/uwr.at. It's the Austrian fan page. Or directly under the YouTube link when you click on YouTube. Then you will reach us and we're happy to answer all your questions or shout out your comments to all the viewers. So here we are at the Austrian Championships in underwater rugby. This is a game between STT from Graz, the second team of STT, against the third team of Vienna, which are both of the teams are ladies teams. And their first match 2 hours ago, Vienna won 6-3, but Vienna scored most of the goals in the first half, where they were stronger. And in the second half, the STC came back. And now, STC seems stronger than last match. They want to keep the momentum of the second half. They kept the momentum. They had more chances until now, but Vienna was still stronger. The second goal, the first goal for STC Graz. So now it stands 1-1. And the fate of the game is still undecided. Wir haben noch 9 Minuten zu spielen. Ja, Weiß hat den Ball zurückgekommen. Leicht. Aber Stefanie Domsch ist schon wieder typisch für sie in den Pass richtig hineingeschwommen. Ich trainiere selber mit ihr. Man sieht sie irrsinnig anstrengend, wenn man sie gegen sie spielt. Das ist eine ihrer Stärken und dadurch bekommt Blau auch sehr oft den Ball. So, Gabriele kommt jetzt den Ball, aber leider hat Weiß die Verteidigerin rausgerissen. Und schafft er jetzt ein Vorpressing, ein schönes Vorpressing am Kopf, aber Blau hat den Ball ganz klar und fest in ihrem Besitz. Weiß, so, jetzt geht es nach vorne für Weiß, für Wien. Wien hat den Ball, gibt eine Steilauflage nach vorne an Pass. Ich glaube, das ist Ulrike, wenn ich so richtig sehe. Greift auf der offenen Seite an, aber kommt nicht dazu. Gabriele stört sie dazu sehr. So, Julia liegt am Ball, beide Julias liegen am Korb. Lagen am Kopf. So, Martin, come on! Ja, bitte, wir freuen uns über alle Fans des STC Graz und auch des UAC Wien. Die dazu und auch alle anderen Rugby-Fans und außer Rugby-Fans. Bitte weiter in Comments. Sagt und hier greift Stefanie an, wird gehalten. Der Ball ist ganz wieder im Besitz des Grazer Teams. Wien liegt klar und stark in der Verteidigung. Das scheint es keine Probleme zu geben. Das Spiel ist noch sehr offen. 8 Minuten zu spielen. Ein schönes Spiel, ein faires Spiel derzeit. Viele Chancen für Graz, viele Chancen für Wien. Wien eher im Konter stark, während Graz langsam ihre Angriffe aufbaut. Wie man das hier sieht, zuerst in die Ecke gehen und nachher erst angreift. Wien ist da eher schneller im Denken. Okay, das war jetzt ein Dornenwechsel, ich habe fast einen Kopf gesehen. Der schneller im Umschalten. Wien ist schneller im Umschalten im Angriff, während Graz da etwas Zeit braucht, um aufzubauen. Das war das erste Tor von Wien, 1-0. War das sehr schön, weil sie die Verteidigung beim dritten Andrücken nicht mehr gestanden ist. So, wieder
Wien vor dem Korb, die Verteidigerin etwas zu spät reingekommen und konnte es nicht mehr ganz ausrichten. Die zweite Verteidigung wieder etwas später erst runtergekommen, da scheint es ein paar Wechselprobleme zu geben oder schon erste Müdigkeit. Das war Anne und vorher Gabriele, die gewechselt war. Anne wird jetzt rausgehen wahrscheinlich. Und keine Verteidigung drunter und ein Druck von der Hinterseite. Und das war also zu einem Punkt und von Philipp. Was ist weiter? Okay, der Gangster ist machen. Julia Braunek heißt der Boss, don't do chit-chat. Don't do chit-chat. Ja, ich bin schon Punch-Chat. Das sind wir ab und zu das Spiel. No, that one. Aber jetzt ist es ausgegeben, oder wie? Okay, hallo, Andreas Schneiderbauer. Magst du dich zu uns setzen? Na. Wir haben ja einen Co-Kommentator, der gerade gespielt hat. Wie war das Spiel gegen Ekus für dich aus Spielersicht? Er will nichts sagen, er hat noch den Mund voll. Sobald du in der Kabine bist, musst du reden. So, weiß ich über den Ball. Bis vorne, wer ist das? Andreas? Kannst du uns den Namen nennen? Und jetzt wird es die Bilim sein? Also Bilim, die Bilim geht da nach vorne schön mit dem Kopf von der Seite. So, aber jetzt, dass die Sabrina ist schlecht gelegen hat, den Ball. Aber schönes Tor. Das war wunderschön. War eine recht flotte Partie. Ja, ja. War schnell, es hat viele Fouls gegeben. Was waren die Fouls? Eigentlich eher mehr so Ball. Aber es war. Und was war die Ausgangsstrafe? Ich glaube, das war so ein bisschen Keilerei. Also. Ja. Aber ich habe es nicht mitgekriegt, ja. Also es war eine Verwarnung und eine 2-Minuten-Strafe, eine Verwarnung auf unserer Seite. Ich glaube, das war mit einer Situation mit dem Ottmar und mit dem Boris, also eh zwei alte bekannte Kollegen. Ja. Weißt du, wie die 2 Minuten, also war das nach dem Freiwurf, der war für Kempten und die Strafe aber auch. Also anscheinend war auch Ottmar das Foul gemacht, okay. Das hat der Freiwurf für Kempten resultiert. Aber danach hat der Boris anscheinend ein Revanche-Foul gemacht und das hat die 2 Minuten. Okay. Wobei eigentlich das Revanche-Foul dann zählt, ne? Aber wurscht. Ja. Ja, weil es Revanche-Foul gibt, dann ist der Foul aufpassen. Was stark war von Kempten war, dass sie in den 2 Minuten in der Unterzahl kein Tor bekommen. Wir kommen jetzt ins aktuelle Spiel. Wir haben gerade alle, die da reinkommen. Und das ist super schön. Ulrike gibt den Pass weiter auf die linke Seite des Korbes und wieder auf die rechte Seite und drückt jetzt an, drückt fest an, eine zweite Lasse hinter. Das heißt, eine Kopf? Ja, das war richtig schön. Am nächsten macht es keine Nebenchats. Entweder raus oder rein. Okay. So, und das ist wieder ein sehr starker Angriff. Ich glaube, das ist Sabrina. Die Wiener, man sieht, sie gehen sehr oft über die offene Seite, also mehr bei Verteidigung uns. Liegt nicht klar da. So, jetzt ist wieder. Eine probiert sich reinzugrauen, wird man von hinten abgelöst. Das ist jetzt raus. Bekommt den Ball und jetzt schauen wir, wie weit Isabella Dill nach vorne gehen kann. Das ist die schnellste österreichische Dame, gemessen am 100-Meter-Test vor 3 Wochen im österreichischen Damenkader-Training. Vor einer Woche? Natürlich. Nein, da war da. Vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen. So, jetzt geht dieser Ball. Und leider. Steffi ist sofort abgekommen. Aber wieder der Ball. Weißen Spielerin. Gegen 2 Weiße. So, der Pass könnte runtergehen an Lisa. Easy oder Gabriele. So, und noch 2 Minuten, 2,5 Minuten zu spielen. In der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte werden wir uns verabschieden und die Kommentare übergeben. Because he got a cut over his right eye. Hopefully he can play, because it would be a good thing for us. Hanka. Hello, Hanka. It's cool that you're here with us and watch the live stream, the girls' games. We can do some Czech comments. Kuba can do some Czech comments for us. I can only say a few words, but Kuba can say more. Ahoy. Hello. That's it. Maybe Kuba, you say some words in Czech. Something about the game. Fruit salad.
Oh, now let's look at the game. Let's look at the game. The ball is not possessed by anyone. Was not possessed for 10 seconds or something. That's really weird. Being near the Graz. Okay. That was a free throw for Vienna. And we have 1 minute to go. Und die Uhr noch vorholen. Ich tue einfach das andere mal nehmen hier. Ja. Eine Minute über. 1 minute left for the game. So now it's. So, what does it mean for player when you shout out 1 minute? You give everything, because it's just 1 minute. You try to get it down as long as possible. Try to go full force. Yeah, full throttle. And then you know that you take one or two sips of air, and when it's 30 seconds, you can go down, and you should all be down. All six players of your team should be down for the last 20 seconds or something. Steffi is getting the ball. Steffi tries to go in, but you can breathe afterwards. Yeah. So this is a good chance for. Oh yeah, that's another goal for Graz. Who was that? Did you see 15. It? So I'm not sure, but 15 seconds left. Number 22. Maybe from the comments somebody can tell us who 22 actually is in person. Das heißt jetzt, alle runter, alle voll runter. Keiner sollte noch rumschwimmen, aber sie schwimmen noch rum. Jetzt gehen alle runter, auch Isabella Team ist unten. 3, 2, 1 und aus. Spiel ist aus. Erste Hälfte des Spiels ist vorbei. Wir übergehen jetzt an David Schauertz aus Gladbach. So, wir kommen zurück und hallo von mir. Ich habe mich vorher schon vorgestellt, ich bin der David vom EKUS. Ich spiele seit 5 Jahren unter Wasser in Graz. So, jetzt kommt der Angriff der Wiener. So, jetzt die Graz im Ballbesitz. So, jetzt Angriff der Grazer, wollen übers Tor gehen, aber die Wiener verteidigen das Feld recht gut, schon mal ein kompaktes Tor. Jetzt kommt der Ball runter, die Grazer am Tor, Wien wieder sehr gut gewechselt. Jetzt ist das Tor halbwegs frei, kein Verteidiger da. Jetzt muss der Angriff kommen. Und nein, wieder die Wiener am Ball. Jetzt wieder sehr gutes, kompaktes Tor. Und wie man sieht im Hintergrund, wird wieder kräftig um den Ball gekämpft. Die Grazer versuchen, ein Tor zu erzielen. Sind in der Ecke eingeklammert. Und versuchen wieder den Spielaufbau von hinten zu machen. So, jetzt wieder die Grazer. Jetzt kommen sie zu zweit aufs Tor. Nein, noch nicht. Ja, das Problem ist, dass Wien wirklich sehr kompakt wechselt. Keine Löcher entstehen, also kaum Löcher entstehen. Und die Grazer nicht wirklich da eine Chance haben, das Tor richtig zu attackieren. Leider ist die Kamera auf der falschen Seite. Oh, jetzt kommt wieder. Nein, doch nicht. Leider auf der falschen Seite. Die Sicht wird immer schlechter, je mehr Spiele gespielt werden. Man sieht kaum etwas von der anderen Seite. Aber die Grazer halten den Ball kompakt in den eigenen Reihen. Und die Wiener natürlich probieren es mit einem leichten Vorchecken. Immer ein, zwei Personen auf den Ballführenden. Wieder ein bisschen ein Geklammere. Aber die Wiener, die sind nicht sehr, sie stellen sich nicht hinten rein. Also sie wollen wirklich den Ball wieder erobern. Aber Graz hat wirklich die Übersicht.
spielt kompakt. Und bis jetzt gibt es wirklich keine Fehler. Das Tor der Wiener ist leer, aber ein echter Ballverlust. Aber die Grazer haben immer noch den Ball. So, jetzt kommen die Wiener mit einem Angriff. 2 gegen 2. Und sie gehen wieder zurück, um den Ball zu sichern. Angriff am Tor. Ball wird nach unten gespielt. Wieder attackiert. Der Ball liegt im Eck des Korbes. Aber jetzt sind alle Wiener wieder aufgetaucht und die Grazer sind im Ballbesitz. Das war ein schlechter Pass. Und Tor für Wien. Ja, das war leider ein Abspielfehler in der eigenen Hälfte hinaustragen und nicht zu einem riskanten Ball spielen. Leider. Dieses Tor durch diesen leichten Fehler. Ja, gute 10,5 Minuten sind noch zu spielen. Die Grazer ziehen direkt aufs Tor. Aber Wien natürlich sehr kompakt, klammern sofort mit 2-3 Gegenspielerinnen. Und Wien wieder im Ballbesitz. Ein Pass gespielt und schon wieder taucht Wien auf die andere Seite. 2 am Boden, ein Verteidiger kommt runter. Jetzt nicht den Ball verlieren, ja, sehr gut. Jetzt ist eine Wienerin am Boden, keine Anspiel. Anspielpartner ist da. Ja, jetzt unterm Korb. Jetzt wird der Deckel attackiert, hochgehoben und der Ball fällt runter und eine Grazerin taucht am Boden entlang, spielt ab zur Verteidigerin. Sie bremst ab, könnte durchziehen. Wahrscheinlich keine Luft mehr. Sehr gut. Oh, ein etwas schlechterer Pass. Aber die Grazer natürlich wieder im Ballbesitz sind, spielen sehr tief am Boden. Die Wienerinnen. Die attackieren wirklich erst ab der gegnerischen, also ab der eigenen Hälfte, lassen den Gegner in die Hälfte kommen und wirklich jetzt wird erst attackiert. Die Grazer schauen ein bisschen, ja, sind keine Spielplan, also sie müssten irgendwas Taktisches ändern. Also sie sind immer nur alleine gegen 2, ja, und das haut bis jetzt nicht so richtig hin. Ball wird wieder nach oben getragen, die 2 Wiener wieder am Korb. Jetzt könnte etwas passieren, denn der Deckel ist wieder drauf. Die Rangle über dem Kopf, das ist immer sehr gefährlich, weil wenn ein Ball runterfällt, kein Torwart drauf ist, gibt es natürlich immer eine Torchance. Deswegen ist der Deckel sehr, sehr wichtig bei so einer Situation. Jetzt der Wechsel, ein guter Wechsel. Und die Wiener im Ballbesitz. Toter Winkel, leider. Jetzt sind wir wieder. Die Wiener kommen. Über Ulrike, Ball auf die andere Seite gespielt, aber leider zu hoch. Sie muss wieder runtertauchen. Spielt den Ball unter den Deckel, aber wird sofort wieder attackiert. Der Ball wird weggerissen von einer Grazerin. Ball wird schön gehalten. Und gepasst. Leider wieder keine Anspielaktion. So, jetzt tauchen drei Grazer aufs Tor zu. Deckel da, Liga da. Jetzt ist es 1 gegen 2 wieder und von oben kommt schon der Stürmer und attackiert die Angreiferin von Graz und so werden natürlich alle Angriffe im Keim erstickt. Ja, Wien natürlich sehr, sehr gute Verteidigung, löst sich sehr gut ab. Kann ich nur wiederholen. Also bis jetzt sieht man keine Anzeichen irgendeiner Schwäche in der Verteidigung der Wiener. Graz natürlich sehr ballbehaltend, aber keine wirklich großen Torchancen. Wir haben noch 7,5 Minuten im Spiel, 3 Tore Rückstand. Normalerweise müsste man jetzt auf extreme Offensive umstellen, um dann noch ein Tor zu erzielen. Also Torwart nach vor, Verteidigung quasi auflösen und dann wirklich mit 3-4 Personen auf den gegnerischen Korb attackieren. Aber leider ist es wirklich immer nur 1-2 Personen, die attackieren und sie werden dann von den 3-4 Wienern, die das sehr klug machen, abmontiert und der Ball erobert.
Aber Wien scheint sich damit zufrieden zu geben, hier die Defensive kompakt zu halten und mit allzu viel Anstrengungen in Angriffe auf den Gegner zu führen. So, jetzt ist ein Freiwurf oder Schiedsrichterball. Freiwurf für Graz. So, die Grazerin hat den Ball. Und natürlich wieder ein schönes Tor bis jetzt der Wiener. So, jetzt wieder eine Grazerin am Ball. Sieht sich um, sieht die zwei Wiener liegen vor sich. Ist natürlich immer schwer alleine gegen zwei. Vor allem, da die zwei durch die Wand geschützt sind und nicht weggeschoben werden können, ist es extrem schwierig, alleine auf zwei Enter zu erzielen. Vor allem, das Tor ist wirklich immer besetzt. Sie versuchen halt wirklich oft im Kreis zu spielen, um damit dann die Verteidigung irgendwie zu einem Fehler zu zwingen, aber Wien lässt sich darauf nicht ein, spielt kompakt, runter die ganze Sache und erobern den Ball natürlich bei den vielen Pässen, sind auch sehr viele riskante Pässe bei den Grazern dabei. Und jetzt hat wieder eine Wienerin den Ball erobert, hält den Ball in zwei, schöner Pass. So ein Pass, der nicht ganz angekommen ist, zieht auf die andere Seite, wo der Verteidiger nicht ist, zieht übers Tor, spielt wieder ins Eck vom Korb. Die Verteidigerin hat den Ball, aber es ist noch ein leicht, wieder die Wienerin, den Ball erobert, zurückerobert und sie sind wieder im Angriff. Jetzt ist die Chance 1 gegen 1 drüber zu gehen und nein, die Graz haben das wieder verteidigt. War eine sehr, sehr enge Situation. So, jetzt hat sich natürlich wieder ein Knoll hinten gebildet. Eine Wienerin setzt sich durch, spielt den Pass quer, alleine Angriff auf einen Deckel. Von der Kopfseite hochgehoben und von oben kommt Verstärkung der Grazer. Aber wieder nichts. Es ist wieder ein Gerangler über dem Tor. Die Torfrau hat den Ball, wird ihn auch nicht loslassen, normalerweise. Und den Ball nach unten gespielt zur Verteidigerin. Das wäre ein sehr gefährlicher Pass. Aber da ist kein Wiener, also kann dann auch nichts passieren. So, jetzt wieder viele Spiele an der Oberfläche. Und eine Grazer taucht alleine aufs Tor zu. Mehr geht es leider nicht aus. Die Wiener wieder mit sehr viel Übersicht. Sie haben auch extrem viel Luft, weil dieses Auf-Abtauchen nicht viel Kraft kostet, sondern nur eine richtige Lufteinteilung erfordert. So, jetzt haben sie. Das müsste sie sehen, ja. Und rein? Nein, zieht auch nicht rein. Also, wenn das Wiener Tor kurz offen ist, wirklich für ein, zwei Sekunden, da sind die Grazer meistens zu langsam, auf diese Situation einzugehen und dann zu attackieren. Sie verlieren halt leicht den Ball, ja, wieder die Wiener im Gegenstoß. Eine zweite geht mit Pass in den Kreuz gespielt, muss sich wieder umdrehen, verlangsamt alles. So, jetzt gehen sie wieder 2 gegen 2. Jetzt weg. Der Klarleger von Graz liegt da. Zieht übers Tor, spielt nach unten. Wartet ab gegen 2 und möchte sie nicht, anscheinend nicht attackieren. Die Wienerin. 3 Minuten 30 noch auf der Uhr. Also die Wiener ziehen ja schön wieder übers Tor, halten den Ball schön in den eigenen Reihen. Sind ja nochmal 3 Minuten zu spielen. Also die wollen nichts mehr anbrennen lassen bei den Wurzeln. So, wieder ein Pass. Ein bisschen zu hoch, also die Spielerin müsste ein bisschen tiefer sein, um direkt das Tor zu attackieren. So, wieder zwei Grazer an der Ballführenden dran. Tauchen wieder gemeinsam auf. Ja. Runter. So, eine Wienerin hat den Ball. Tor ist frei, Verteidiger ist keiner da. Schönen Ball weggenommen. Jetzt könnte sie alleine reinziehen. Eine zweite Wienerin kommt mit, spielt ihn quer. Noch jetzt spielt sie ihn quer und Tor. Das war das 6:2. Natürlich wieder die Wiener ganz, ganz klug blockieren den Spieler mit dem Ball, dass er nicht durchziehen kann aufs andere Tor.
Im Mittelfeld können die Grazer nicht wirklich viel anrichten. Die Wiener wieder im Ballbesitz, erobert, tauchen durch. Kommen mit zwei, drei Personen. Jetzt hat die Grazerin wieder den Ball. Verliert den Ball. Aber eine Wienerin hat ihn wieder erobert. Wird wieder ein leichter Spielaufbau. Vom Boden aus kommen, man sieht, das Tor ist leer. Bringt sich durch, spielt einen Pass. So, jetzt haben wir nur einen Deckler drauf. Und drei Wienerinnen gegen eine Grazerin. Grazerin setzt sich durch, nicht schlecht. So, und jetzt nochmal. Sollte Graz. Oh, jetzt kommt sie von oben. Taucht runter. Eine Rolle. Sollte den Ball nach unten spielen. Spielt ihn ja dann nicht ganz nach unten. Dann wäre eine Spielerin frei gewesen. Und sie spielen wieder an der Oberfläche. So, Freiwurf für Wien angezeigt. Nach Halten über Wasser ohne Ball. So, es geht weiter. Eine Wienerin zieht aufs Tor. Sieht natürlich wieder zwei Grazer vor sich liegen. Das wird sie nicht ausgehen. So, jetzt eine zweite Wienerin dazu. Spielt den Pass quer. Probiert auf das Tor zu attackieren. Wieder leicht zu hoch gespielt. Spielt den Pass, sehr gut. Ja. Die Spielerin möchte nichts anbrennen lassen. Taucht wieder auf, um die Ballsicherheit zu gewährleisten. Versuchen leicht den Gegner zu attackieren. Aber sie wollen nicht wirklich noch ein Tor erzielen, weil man sieht, sie wollen nur die Verteidigung ein bisschen in Stresssituationen zwingen. Und jetzt hat wieder eine Grazerin 7 Sekunden. Das wird sich wahrscheinlich nicht mehr ausgehen für ein Tor. Und das ist der Schlusspunkt. Die Wiener gewinnen mit 6:2 gegen die Grazer Damen. War kein schlechtes Spiel, das war nicht von Hertha gezeichnet. Viel Ballbesitz hatte Graz, aber am Ende konnten die Wiener auch in der zweiten Halbzeit zwei Tore erzielen. Die Wiener haben wenig Torchancen gehabt, aber zwei genutzt und die Grazer hatten nicht wirklich eine Großchance. Sie attackierten zwar ab und zu den Tor, aber im Großen und Ganzen geht das 6:2 der Wiener.